Unterlagen raus. Wir gewinnen 3:2 gegen die Moskitos aus Essen nach 60 Minuten. Wir warten alle, sind gespannt, gucken auf unsere Telefone und tja, mal sehen, wo wir enden. In Tilburg steht es 3:2 im Moment. Ich begrüße beide Trainer, Dave Ritsch von den Saale Bulls, klar, und Frank Gentges aus Essen. Herr Gentges, wie immer, die Gäste haben das erste Wort bei der Pressekonferenz. Bitte, Ihre Einschätzung. Ja, schönen guten Abend, Sam. Ja, vorab an Dave und an alle Gratulation zum Sieg. Der Sieg geht in Ordnung heute. Das brauchen wir nicht lange darüber zu diskutieren. Wir sind hier angereist, ja, haben viele, viele Spiele in Serie gewonnen, haben sehr gute Wochen, Monate gehabt, haben uns zu Recht auch für die Playoff qualifiziert, waren qualifiziert. Vielleicht hat man das so ein bisschen auch gemerkt, aber die Leute, man muss immer als Spieler daran denken, man muss jeden Tag wieder alles neu erarbeiten, hart erarbeiten. Und ich denke, dass der eine oder andere nach zwei Siegen jetzt gegen Tilburg vielleicht ein bisschen zu weit oben geschwebt ist und die Arbeit nicht mehr 100% verrichtet hat, viele Bogen gefangen, falsche Entscheidungen getroffen, nicht die Innenseite gehalten. Das war ich nicht mehr zufrieden und dann ist so eine Geschichte und alle hat man gesehen heute, die haben alles getan, um in den Playoff reinzukommen. Will ich nicht sagen, habe ich vermisst, aber letzten Körner waren wie gegen Tilburg nicht da. Vielleicht waren wir ja ein bisschen müde, man muss auch zwei Spiele gegen den Meister spielen. Hat natürlich viel, viel Kraft gekostet bei uns, muss man sehen. Und deswegen sage ich ja, Gratulation zum Sieg. Man kann ja noch nichts sagen, erwartet halt, ne? Alle sind gespannt. Und dann schauen wir mal, vielleicht sehen wir uns ja dann in zwei Tagen wieder. Und ja, wir müssen es regenerieren, müssen wir alle. Und dann werden wir weiter schauen. Also schönen Dank, alles Gute, danke. Danke, Frank Gentges. Dave, deine Einschätzung. Ja, hallo. Guten Abend, alle zusammen. Wir haben gewusst, es wird nicht einfach. Essen hat 8 Spiele, glaube ich, hintereinander gewonnen. 9? Oh, 9. Okay. Aber guter Lauf, absolut. Jeder hat gesehen, die sind mit 4 Reihen angekommen. Die sind immer sehr schnell an der Scheibe. 1-0 in Rückstand gegangen. Leider Fehler von uns gleich am Anfang. Und dann Hut ab, dass die zweite Drittel haben wir, bring die Scheibe einfach viel zum Tor, das haben wir gemacht. Und schöne Überzahl-Tor von Burns, Strippe geschießt und Spittel hat ein Larry Tor und das zweite Tor. Und Dreschmann schießt einen schönen Alleingang im Rückhand. Da war wichtig, dass wir 3-1 in Führung gegangen. Und mein Hut ab, der letzte Drittel, jeder hat alles gegeben, Schüsse blockiert, Kleinigkeit entscheidet. Und das war am Ende auf unserer Seite. Essen schießt 3-2, aber trotzdem schießt wir machen die Kleinigkeit sehr gut. Und Scheibe geht tief in der Drittel und einfach, du musst beißen in Katzen in der letzten Drittel, aber das ist genau, was wir haben gemacht. Gut, die Jungs haben das absolut verdient. War auch 2 schwere Spiele gegen Leipzig und leider nur 1 gewonnen, aber hoffentlich Tilburg, unser Freund aus Holland, macht Geschenke heute. Dankeschön. Keine Änderung aktuell, kann ich dir sagen, Dave. Frank Gentges, wo wollen Sie hin mit Essen jetzt in der laufenden Saison? Ganz nach oben? Würden Sie den Aufstieg wahrnehmen und dann die zweite Liga aufmischen und alles weghauen? Nein. Was ist das seriöse Ziel von Essen? Seriös, wir wissen ja, in das vierte Jahr da, immer sehr gut gearbeitet, immer unsere Ziele erreicht. Das ist, ich sage mal, Leistungssport hat mit Geld zu tun. Wir kennen unseren Etat, da müssen wir schon bescheiden bleiben. Wir haben viele junge Spieler, wir sind knapp um die 20 Jahre im Schnitt. Wir wollen mit denen arbeiten. Das ist das, was wir wollen. Leute ausbilden, in höhere Ligen bringen. Stand jetzt haben wir 4 Mann schon, die DL2 oder DL wechseln nächstes Jahr. Das macht uns stolz und das zeigt, dass wir im richtigen Weg sind. Das können wir nicht, wenn ich sehe, was manche Mannschaften da eingekauft haben, da sind wir gar nicht in der Lage zu. Wir haben jetzt die Playoff wieder erreicht. Ein Top-Ziel für uns. Wir setzen uns intern neue Ziele. Warum sollen wir mal neue Ziele nach außen geben? Wir spielen sehr gut Eishockey, wir arbeiten gut, wir sind professionell, fokussieren uns. Das ist unsere Arbeit. Aber primär, klar, Spiele gewinnen, aber junge Leute ausbilden. Wir haben ja auch gar nicht die Möglichkeit mehr in der Mannschaft. Man muss aber auch sehen, Mannschaften, die diese Ziele ausgegeben haben, die sind jetzt weit hinter uns und haben die Playoff vielleicht nicht erreicht. Und das ist für uns gut. Und deswegen sage ich immer, schön tief stapeln, bescheiden bleiben für uns, hart arbeiten. Das ist, gebe ich meinen Leuten jeden Tag mit. Nicht die Nase zu hoch tragen und denke, das machen wir ganz gut. Danke. Das war Frank Gentges.
rechtlicher Applaus, das ist ein seriöses Ziel. Vielen Dank, Magentke Slave. Wir fiebern noch ein bisschen, ich trinke jetzt gleich einen Rotwein mit dir. Allen, die mitfiebern wollen, bleibt noch ein bisschen bei uns. Im Moment immer noch der unveränderte Stand 3-2 Tilburg gegen Herne und Hannover. Die Indians führen jetzt gegen die Crocodiles aus Hamburg 3-2. Mal sehen. Allen, die jetzt los müssen, weil die Straßenbahn fährt oder weil sie jetzt unbedingt morgen noch mal arbeiten müssen, was ja auch sein kann, haltet durch, kommt gutes neue Jahr, guten Rutsch, gutes 2018. Bis dahin. Tschüss.